Scharlachtal zeichnet sich aus durch jede Menge schöne Almen und deren Bewohner. Und wie man mit denen richtig umgeht, das zeigen wir euch heute. Viel Spaß! Regel Nummer 1, immer auf den Wanderwegen bleiben und die Herde schon aus der Ferne beobachten. Nähert man sich einer Herde, beobachtet man am besten schon von Weitem, wie die Tiere reagieren bzw. sich verhalten und ob Drohgebärden, wie beispielsweise ein Kopfsenken, gezeigt werden. Bleibt am besten immer auf den Wanderwegen und verlasst diese nicht. Wichtig, Weidetore immer schließen. Regel Nummer 2. Abstand einhalten! Es kann passieren, dass Rinder sich auf eurem zu passierenden Weg aufhalten. Da gilt es, Abstand halten und nicht mitten durch die Herde laufen. Weicht man oberhalb der Herde aus und lässt einen Sicherheitsabstand. Regel Nummer 3. Ruhig verhalten. Auch Kühe können sich mit hektischen Bewegungen und lauten Geräuschen nicht besonders anfreunden. Deswegen immer ruhig bleiben und schnelle Bewegungen vermeiden. Sollte tatsächlich eine neugierige Kuh auf dich zukommen, streck vorsichtig die Hand aus und rede ruhig auf sie ein. Wichtig, nicht füttern, das könnte zum Neid unter den Kühen führen. Regel Nummer 4. Hund anleinen. Wenn ein Hund dabei ist, sollte man ihn immer anleinen, da man nicht sicher sein kann, wie er auf die Kühe reagiert. Auch hier gilt, die Weide großräumig umgehen mit genügend Abstand. Aber Achtung, sollte eine Kuh angreifen, Hund sofort ableinen. Versucht bloß nicht, euch dazwischen zu drängen und den Hund zu beschützen. Besser ist es, wenn er selbst die Flucht vor der Kuh ergreifen kann. Regel Nummer 5. Mutterkühe schützen ihre Kälber. Stellt man in den Augen der Mutterkuh eine Bedrohung für das Kalb dar, kann es passieren, dass es zum Angriff kommt, um das Junge zu verteidigen. Deshalb bitte niemals Jungtiere anfassen oder anlocken. Die Mutterkuh wird es dir danken. Regel Nummer 6. Bei einem Angriff nie weglaufen. Haltet immer Augenkontakt zu dem Tier und ergreift den Rückzug. Nur im äußersten Notfall sollte man sich groß machen und das Tier mit einem leichten Schlag auf die Nase in die Flucht schlagen. Aber bitte nicht die Nase brechen. Nehmt euch also die Tipps zu Herzen und ihr werdet keine Schwierigkeiten mit dem Weidevieh bekommen. Viel Spaß bei eurem Almaufenthalt!